Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Nach nur einem Jahr Bauzeit war es endlich soweit. Der Sozialhilfeverband Bruck hat in Obereich sein neues Logistikzentrum eröffnet und sichert somit Arbeitsplätze in einem der modernsten Versorgungsunternehmen der Steiermark. Das Logistikzentrum des Sozialhilfeverbandes Bruck vereint nun Zentralwäscherei und Zentralküche unter einem Dach. Mit über 200.000 Mahlzeiten pro Jahr und einem Wäscheaufkommen von 1,5 Tonnen pro Tag wird die Versorgung der Bewohner der Pensionisten- und Pflegeheime in Bruck an der Mur und Kapfenberg sowie des Tageszentrums mit höchstwertigen Produkten und Dienstleistungen gewährleistet. Als wir uns damals überlegt haben, was tun wir mit der alten Küche in Kapfenberg, hat es natürlich mehrere Möglichkeiten gegeben. Und die erste wichtige Entscheidung war die zu sagen, wir kochen selbst, das ist eine Kerndienstleistung, das ist unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wichtig, also brauchen wir einen neuen Standort. Und das Gleiche gilt für die Wäscherei, wo wir, glaube ich, wirklich ein herzeigbares Unternehmen und Dienstleistungsunternehmen geschaffen haben. Das neue Logistikzentrum ist auch eine Investition in die Zukunft der Region. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich sehe das Logistikzentrum, das wir heute eröffnen, so als ersten Schritt in unsere gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft der beiden Sozialhilfeverbände Bruck an der Mur und Mürzzuschlag, weil wir ab nächsten Jahr, ab Jänner des nächsten Jahres fusioniert werden und das Logistikzentrum ist natürlich Teil dieses großen Masterplans und wird für die Versorgung der Heime natürlich gut dastehen. Selbstverständlich. Das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Investition, die wir hier als Sozialhilfeverband Bruck an der Mur getätigt haben. Was für uns aber viel wichtiger war, dass wir hier unsere Arbeitsplätze behalten haben, dass wir eine Zukunftsinvestition getätigt haben, die jederzeit ausbaubereit ist, die wir jederzeit vergrößern können und wie gesagt Arbeitsplätze in der Region, vor allem in dieser Krisenzeit. Das war eine wichtige Voraussetzung und ich glaube, darauf können wir auch stolz sein. Es ist für uns wirklich ein Freudentag und es ist ein Quantensprung auch in der Betreuung für die Menschen, die uns anvertraut sind. Und wir wissen die demografische Entwicklung in unserer Region, in unseren Gemeinden und es ist so, dass wir immer älter werden und demnach immer mehr Pflegebetten brauchen und immer mehr solche Einrichtungen. Ich möchte aber heute auch an diesem Freudentag an die Brigitte Schwarz erinnern. Sie war es als Obfrau des Sozialhilfeverbandes, die uns sozusagen diese Idee initiiert hat, dass dieses Logistikzentrum, diese Infrastruktureinrichtung auch relativ rasch und unbürokratisch umgesetzt wurde und wir zahlen dafür 5,1 Millionen Euro. Also hier ist schon etwas Gutes gelungen und wir sind heute alle sehr zufrieden. Vor allem die Wäscherei hat es den männlichen Besuchern angetan. Auch Landesrat Siegfried Schrittwieser war begeistert von der modernen Technik. Ein Logistikcenter, wo die Arbeit noch exakter, noch rascher geht. Und ich sage immer dazu, das Geld, was wir ausgeben, soll in erster Linie für die Klientinnen und Klienten zur Verfügung sein. Das heißt, die immer pflegen. Und hier ist ein Zentrum geschaffen worden, was kein zweites Beispiel gibt. Und daher sind wir sehr froh darüber. Und was auch wichtig ist, die Leute, die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben jetzt Arbeitsbedingungen, was sie vorher nicht gehabt haben. Und wenn man mit ihnen spricht, sind sie sehr glücklich, dass sie das jetzt haben. Ein Schuss Menschlichkeit, eine Prise Liebe und eine große Portion Professionalität. Diesem Motto wird der Sozialhilfeverband mit dem neuen Logistikzentrum in Obereich mehr als gerecht. Das Programm des Kinder- und Jugendsommers der Stadtgemeinde Kapfenberg hat dem Nachwuchs auch heuer wieder spannende Ferien bereitet. Hoch hinaus ging es bei einem Schnupperklettern der Alpinschule No Limit. Auf Bäume zu klettern gehört zum Erwachsenwerden quasi dazu. Doch wer auch im alpinen Bereich ein Meister werden will, sollte früh anfangen. Die Alpinschule No Limit hat dem obersteirischen Nachwuchs nun einen Vormittag lang die Grundfertigkeiten des Kletterns näher gebracht. Ja, grundsätzlich, wenn Sie das erste Mal kommen, brauchen Sie keine besonderen jetzt sportlichen Voraussetzungen oder so mitbringen. Wichtig ist einfach die Motivation und die Begeisterung. Was die Fertigkeiten jetzt betrifft, die wir vermitteln, die beziehen sich auf die Tatsache, dass das Klettern eine Risikosportart ist und es kann wirklich sehr viel passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit der richtigen Einstellung ans Werk geht, weil wenn ein Fehler passiert, dann kann das sehr fatal sein. Und deswegen versuchen wir den Kindern das dementsprechende Risikobewusstsein beizubringen und dass sie wirklich in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln. Das heißt, einerseits müssen sie natürlich die Handgriffe, die technischen, beherrschen dann, wenn sie klettern wollen. Und andererseits müssen sie auch mit der richtigen Einstellung dastehen. Also wenn man mit den Gedanken irgendwo ist beim Computerspiel oder so, dann kann man nicht klettern. Das funktioniert nicht und das zeigt sich sofort und das lernen die Kinder bei uns.
Ab welchem Alter bietet sich das an, dass ein Kind zu klettern beginnt? Das ist ganz verschieden, je nach Interessenslage. Also wir haben, die Jüngsten sind Kindergartenkinder, so im Alter von 4 bis 5 Jahren. Was wäre Ihr Tipp, wenn sich jemand für Klettern interessiert? Wie soll man das angehen? Den richtigen Zugang wählen. Am besten ist es, einen Kletterkurs zu besuchen bei einer Alpinschule mit Profis, mit Bergführern oder mit Klettertrainern, die das wirklich von der Pike auf gelernt haben und die das auch dementsprechend weitervermitteln können. Klettern hat sich in den vergangenen Jahren quasi zur Trendsportart gemausert. Man sollte allerdings nie vergessen, dass gerade bei dieser Sportart das Leben wortwörtlich am seidenen Faden hängt. Wer kennt das nicht? Man kauft extra eine vermeintlich gute Sonnencreme und trotzdem bekommt man einen Sonnenbrand oder ist von Ausschlag übersät. Vor allem Kinder und zu Allergien neigende Menschen sollten sich deshalb genauestens informieren, welche Sonnencreme für sie die richtige ist. Badesachen, Bekleidung, Handtücher und natürlich der passende Sonnenschutz sollten für eine Reise in den Süden und das im Sommer keinesfalls fehlen. Speziell Kinder brauchen für ihre noch sehr dünne Haut mindestens einen Sonnenschutzfaktor 50, der auch wasserfest sein sollte. Ja, bei Kindern sollte man also immer den höchstmöglichen Faktor nehmen. Zusätzlich bei Kleinkindern immer mechanischen Schutz, das heißt also T-Shirt, Kopfbedeckung, immer wichtig. Und dann ist es natürlich so, dass es zum Beispiel für Kinder spezielle Sonnenschutzprodukte gibt, die eben dann auch eine hohe Abriebfestigkeit haben, eine hohe Wasserfestigkeit haben. Und die trotzdem eben so sind, dass man sie auch gerne nimmt, weil sie nicht kleben und nicht bicken, was kleine Kinder genauso wenig gern haben wie große Menschen. Es gibt ja auch eine Abkürzung, die nennt sich BPD. Ist das ein Wert oder das sieht man immer wieder auf Verpackungen, allerdings sehr klein. Warum? Es ist so, dass die meisten Sonnenschutzprodukte, wir nehmen da jetzt einfach ein Beispiel, eben den UVB-Faktor sehr schön immer angegeben haben. Der UVA-Schutz ist meistens irgendwo versteckt. Gerade für spezielle Fragestellungen wie für Sonnenallergiker, die ja einen besonders hohen UVA-Schutz brauchen, ist es daher manchmal mühsam, dass man da auch ein geeignetes Produkt findet. Sie sehen zum Beispiel hier auf diesem Produkt ein sehr hoher UVA-Schutz speziell für Sonnenallergiker. Und Sie sehen, das ist also ganz diskret und klein hier in Form dieses PPD-Faktors angeführt. Ist es ratsam für Sonnenallergiker überhaupt generell die Sonne zu meiden oder in die Sonne zu gehen? Nach Möglichkeit ist es natürlich so, dass Sonnenallergiker natürlich nicht unbedingt in der prallen Sonne liegen sollen. Allerdings ist es natürlich so, dass auch Sonnenallergiker gerne die Sonne genießen und dafür gibt es eben spezielle Produkte, wie eben das gerade vorhin gezeigte, mit einem besonders hohen UVA-Schutz, natürlich auch duftstofffrei, parabenfrei. Und dann gibt es natürlich noch eine Besonderheit, nämlich einen Sonnenschutz zum Schlucken, der also nicht nur für den Sonnenallergiker geeignet ist, sondern der also einfach eine zusätzliche Möglichkeit bietet, einen Sonnenschutz anzuwenden. Ruhiges Spätsommerwetter hat sich am Freitag wieder im Mürztal eingestellt. Und das dürfte uns auch am Wochenende ein kleines Stück lang begleiten. Der Samstag präsentiert sich nämlich überwiegend freundlich und auch recht sonnig. In der Früh bewerten zwischen 6 und 11 Grad, im Tagesverlauf erwarten uns 20 bis 23 Grad. Etwas durchwachsener ist da schon der Sonntag. Da erreicht uns nämlich die nächste Kaltfront und die bringt im Laufe des Tages wieder Regenschauer mit sich. Die Tageshöchstwerte erreichen am Sonntag aber dennoch 19 bis 23 Grad. Also alle Outdoor-Aktivitäten am besten auf den Samstag verlegen. Der Sonntag bietet sich dafür zum Faulenzen an. Das war's auch schon wieder beim Mürztal aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal.